Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Video und endlich gibt es auch bei mir ein Pack-Opening zum neuen WM-Modus. Ihr seht es, ich habe noch kein einziges Spiel gemacht, ich habe noch kein einziges Pack gezogen. Ich habe erstmal mit dem Team, was man bekommt, die Anfängeraufgabe gemacht, um ein paar Sets zu haben. Ich werde auch noch mit meinen letzten Coins ein paar Sets ziehen, um euch ein cooles Video zu präsentieren. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren, liken. Und so weiter. Würde mich sehr freuen, sehr unterstützen. Und auch morgen wird es ein Video geben, denn dann möchte ich mit den Karten, die ich gezogen habe, versuchen, ein Team zu bauen, ein erstes Spiel machen, um euch meinen Eindruck zu vermitteln. Und dann sehen wir mal weiter, was die Zukunft bringt. Den Foodcraft möchte ich auch noch ausprobieren. Und jetzt nicht mehr labern. Wir wollen jetzt ziehen. Ein Einzelspieler-Set, damit fangen wir an, weil das wohl aus meiner Sicht das unspektakulärste Set sein sollte. Denn es wird einfach nur eine blaue Karte. Vielleicht kann man die ja wieder abgeben für irgendwas. Torwart von Costa Rica müsste das sein. 66er, ja, kann man definitiv abgeben. Ich müsste mich nicht vertan haben. Oder müsste Costa Rica sein, genau. In den Verein. Und das ist sehr cool gemacht. Ich habe mir schon ein bisschen angeguckt, wie es hier läuft. Und jetzt kommen zwei Spieler, die plus 81 sein sollten. Und da kommt eine Wall, das ist doch super. Hoffentlich wird es irgendein guter Spielbarer. Und das ist geil. 86er Mertens. Leider kein Walkout. Aber direkt schon mal eine kranke Karte, die sehr gut spielbar sein wird für mein Team hoffentlich. Und ein, ja, nicht so guter Tar. Aber gutes Set für den Anfang. Dann gucken wir mal weiter. Dann machen wir dieses 5K-Pack auf von diesen Packs. Das ist einfach nur ein Standard-Pack. Es sind drei Spieler drin. Ich hoffe, ich kriege eine vernünftige Mannschaft zusammen und kann dann irgendein Team, gutes Team haben. Morgen ZDM, England. Henderson ist gut spielbar. Ich werde wohl sehr wahrscheinlich wieder ein Europa-Team machen, wie beim letzten Modus. Was haben wir hier noch drin? Tosic. Alles klar. Das packen wir alles zum Verein. Ich weiß gar nicht, kann man das benutzen, verkaufen? Ich weiß es nicht. Und den Rest können wir eigentlich abstoßen, ne? Weil ich die Sachen nicht brauche. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Arena ich habe, welchen Ball ich habe. Ist ja auch egal. Trikot ist das deutsche Trikot und jetzt ein 7,5er Set. Wäre natürlich cool, wenn da die Wall rauskommen würde. Ja, da kommt die Wall raus. Es ist super. Ich hoffe, es wird irgendwas Cooles. Argentinien, Innenverteidigung. Das könnte Otamendi werden. Es wird. Okay. Anscheinend sind hier die Vault schon bei 81. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe mich selber noch nicht gespoilert. Das ist mein erstes Live-Dings selbst mit meiner Reaktion. Ich weiß nicht, was abgeht. Gnabry. Okay, Boafa, der Spanier, González. Das ist klar. Das ist klar. Das packen wir mal in den Verein. Das packen wir auch mal in den Verein. Und den Rest können wir eigentlich abstoßen, weil ich brauche keine Manager. So, jetzt kommen wir noch zu den Packs, die ich selber ziehen möchte. Und da kriegt man ja auch ein 7-mal-was-Set, glaube ich, für den Ultimate Team Modus. Werden wir aber gleich mal sehen, was hier rauskommt. Okay, das selbst gekaufte Set bringt natürlich nichts. Das ist natürlich schade. Schweiz, ZOM. Das könnte Stocker werden. 75er bloß. Okay, das ist schwach bewertet. Aber für Europa erstmal gut, weil wir europäische Spieler brauchen. Ansonsten jetzt nichts Brauchbares. Da ist das Set und ich habe schon ein Duplikat. Genau, ich muss mal gucken, wie das abgeht. Ja, die Stadien und die Trainer stoßen einfach mal ab. Manager, wie auch immer. Das ist dann ein Premium Gold Set. Das wird dann später irgendwann geöffnet und den kann man auch in die doppelten Objekte verschieben. Genau. Dann brauche ich den nicht abstoßen und dann ziehen wir das zweite Set mit Münzen, weil ich möchte euch was präsentieren. Wie gesagt, das sind meine letzten Münzen und da kommt eine Wall. Ich hoffe, es wird irgendwas Cooles. Ich hoffe, irgendwas Cooles. Uruguay, Innenverteidigung und Jiménez. Okay, 83er. Wir werden mal sehen, was wir hier bauen können. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Herrera, Tadic. Okay. Sehr. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Wendt, das ist sehr cool. Das packt man in meinen Verein. Ich weiß nicht, ob man das im normalen Ultimate Team benutzen kann. Wir werden es in Erfahrung bringen.
Das Doppelte können wir abstoßen. Alles. Ich stoße einfach alles ab. Oh, da gibt es sogar noch für irgendwas Münzen. Und das packen wir auch mal einlösen. Ach so, die Sachen, die da drin sind, kann man abstoßen oder verkaufen. Theoretisch gesehen glaube ich zumindest, dass ich das so gerade mitbekommen habe, richtig. Und da kommt wieder eine Wall, ey, das gefällt mir. Das macht auf jeden Fall Spaß, hier Packs zu ziehen. Polen, Lewandowski, nein. ZOM, es ist Zielinski. Ein 82er, okay, schade. Hier können coole Karten rauskommen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das ist noch ein Pole. Hier, das ist, ah, das Silber. Okay, können wir mal gucken, was wir alles hier abstoßen können. Ich will nur mal kurz die Sachen angucken, damit alle Unklarheiten geklärt sind. Ne, die kann man nicht verkaufen. Ach so, die ganzen, wie heißt es, Verträge, hast du nicht gesehen. Das kann man alles verkaufen. Und das lösen wir ein. Und das war's auch leider schon wieder. War ein ziemlich kurzes Pack-Opening. Und wie gesagt, gerne morgen dann mein Spiel abchecken. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und es wird auf jeden Fall definitiv nochmal ein Pack-Opening geben. Denn ich werde mir noch ein Icon-Pack besorgen. Und das werde ich euch dann natürlich auch irgendwann präsentieren. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.